Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Mad Evil Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Ja, ich habe gerade mal in meiner Verwaltung geguckt, beziehungsweise ins Lager. Wir müssen mal was umstellen, denn schaut mal bitte her, wir haben 503 Brennholz und in der Verwaltung sehen wir, dass der Brennholzbedarf weit, also im Prinzip das, was wir gelagert haben, weit über dem Bedarf ist. Das Einzige, was mir die ganze Zeit Sorgen macht, ist das mit dem Wasser. Da müsste ich vielleicht nochmal ein paar Eimer holen, weil am Brunnen ist ja im Prinzip eine Frau eingesetzt, die die ganze Zeit Wasser holt. Aber eigentlich reicht das ja, ne? Solange wir hier vorne eine Zahl stehen haben, die höher ist als das, was dahinter in Klammern steht, ist ja alles gut, ne? Also nehme ich an, dass das so funktioniert. So, Nahrung ist auch genügend da. Ich würde sagen, wir machen mal in der Verwaltung. Und zwar, wartet, bei der Jagd. Schauen wir mal kurz rein in die Jagdhütte. Was produzieren denn die? Fleisch machen die 5 am Tag. Trockenfleisch haben wir halt auch übelst viel. Wir machen mal das Trockenfleisch weg und machen mal frisches Fleisch. Dann können wir nämlich ein paar Kohlsuppen herstellen. Und können dann die Kohlsuppen noch verkaufen unterwegs. Denn wir müssen ja irgendwann mal nach unten zu dieser einen Mission. Pelz und Leder ist okay. Die müssen wir ja abgeben. Hier, der lebende Tote. Wie viel Pelz und Leder haben wir denn eigentlich? Lass mal kurz schauen. Sehe ich das hier hinten? Wartet mal. Ich finde es nett. Bin ich doof? Achso, weil ich das Falsche eingestellt habe. Okay, wartet mal, Leute. Kalkstein haben wir 37 auch schon. Das ist gut. Können wir dann langsam anfangen, die Wohnhäuser ein bisschen zu verbessern. 96 Leder haben wir. Und was war es noch, was die sammeln? Pelz. 76. Ja, das können wir dann mal noch so lassen. Fleisch ist ja jetzt hochgestellt momentan. Genau. Und die Holzschalen, die werden ja letztendlich auch hergestellt. Ich gucke noch mal kurz rein. Das müsste ja dann in der Produktion sein, in der Werkstatt. Lass mal kurz schauen. Der macht 29,8 gesamt. Okay, das ist doch gut, Freunde. Jetzt bauen wir erstmal die Küche. Ich habe Bock zu bauen. Und dann müssen wir langsam mal die Kohlsuppen machen. Dünger müssen wir heute noch machen. Und die Kohlsuppen dann verkaufen. So, genau. Das würde ich direkt hier daneben setzen. Nehmen wir den Baum mal hier weg. So, ich muss den ja so fällen, dass der nicht in den Gebäude fällt, ne? Super, das hat geklappt. Haben wir gleich ein paar Stämme. Das ist gut. Genau, die Küche würde ich jetzt einfach hier daneben machen. Nimm mal die Schaufel in die Hand und schwuppdiwupp, weg damit. Und dann gucken wir mal, wo die Küche ist. Wahrscheinlich bei Produktion. Küche, da ist sie. Die setzen wir direkt hier daneben. Ihr habt gesagt, wenn ich P drücke, sehe ich es besser. Ah, das ist gut. Das ist super. Ja, geil. Jetzt fehlen uns wieder Steine, aber das ist kein Problem. Das bauen wir jetzt schnell fertig. Dann machen wir Dünger. Dann machen wir Kohlsuppen. In der Hoffnung, dass dann genug Holzschalen da sind. Sonst machen wir selber welche. Ha, das ist eine gute Idee. Hatte ich eigentlich jetzt Holzproduktion wieder hochgestellt, nachdem ich Lagerfeuer runtergestellt habe? Habe ich das überhaupt gemacht? Gewinnung. Holzschuppen. Ne, der macht immer noch Brennholz. Hör auf, Brennholz zu machen. Dann lieber in Holzstämme investieren, denn die sind momentan ein bisschen knapp. Perfekt. Was heißt knapp? Wir haben noch genug. Alright. Steine, Stämme, Stöcke nehme ich an und ein bisschen Stroh. Holzschalen, 14 Stück, okay. Schalali, wie viele Steine? Nimm mal 12 mit. Ansonsten finden wir dann noch welche. 32 Stöcke. 52 Stroh. Sind wir noch schon überladen? Noch nicht, das ist gut.
Und dann nehmen wir Stämme. Wo sind sie denn nur? Ah, so eine Suchfunktion wäre schon geil. Ich weiß, man kann hier oben da was klicken, dass man das so ein bisschen schneller findet alles. Okay. Ja, ein bisschen viel tragisch, aber kein Problem. Wir kennen ja hier den Trick, der bei mir nicht funktioniert. Obwohl ich A und D drücke. Ne, W und D. Oder ich muss so strafen. Ja, bist du schon wieder außer Puste. Hä? Ja, geil, da haben wir ja gleich eine Küche. Und die steht in der Nähe dann vom Markt. Das finde ich auch ein bisschen authentisch. Alles schon fertig, geil. Hehe. So, gucken wir gleich mal rein. Kessel verwenden. Suppen, Brei, anderes. Was ist ein anderes? Das muss ich alles erst freischalten. Rühreier. Geil. Oh, da freue ich mich drauf. Ofen verwenden. Hier können wir Kuchen machen. Gibt es auch Kohlkuchen? Das wäre witzig. Pasteten und Tarten. Ja, das muss ich ja alles noch freischalten. Dafür fehlt mir jetzt momentan das Geld. Was wir noch machen müssen, ist Fischfilet. Das können wir dann auch gleich verkaufen. Ah, wir haben so viel zu tun. Jetzt wollten wir uns um Dünger kümmern. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Finde ich eigentlich, hätte es mehr schräg stellen sollen, ne? Dass es hier so ein bisschen im Halbkreis ist. Aber wie gesagt, hier können wir dann noch die Marktstände. Da weiß ich nicht, wie viele es gibt. Ich finde es okay so. Ich finde es okay so. Was? Ich habe keinen Eimer. Tut mir leid. Ich besorge aber welche. Verspreche ich dir. Dann hast du auch ein bisschen mehr zu tun. Okay. Was wollte ich jetzt? Dünger machen. Mann, Mann, Mann. Dann nehmen wir mal unser Zeug hier raus. Aus der Kiste. Die vergammelten Beeren. 600 Stück. Wiegt das viel? Nö, geht. Und das macht dich hier drinnen, ne? Oder machte ich das im... Ich weiß gar nicht mehr. Wir gucken hier. Werkbank. Dünger. Dann komplett hoch. Und bestätigen. 60 Dünger. Also ich finde es fürs Let's Play übrigens sehr gut, dass wir das abkürzen. Wäre ja jetzt irgendwie... Du trägst zu viel. Wäre ja jetzt irgendwie blöd, wenn wir jetzt in dem Let's Play 60 mal... Wie viele Sekunden? Wie viel hat das gedauert? 3, 4 Sekunden? Das wäre einfach zu lange. Und so muss ich weniger Offscreen machen. Ich finde das okay so, dass wir das im Let's Play, das Schnellkraften angeschaltet haben. Und so lange... Cool, jetzt haben wir 60 Dünger. Und so lange wir... Blabla, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Sorry Leute, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Okay. Wir müssen aber auch unterwegs wieder Bären sammeln, das ist ganz wichtig. Das würde ich dann wahrscheinlich wirklich offscreen machen, weil das ist nämlich eine Scheißarbeit. Genau, die hauen wir dann wieder in die Kompostkiste. Okay, Dünger ist abgehakt. Jetzt wollten wir nochmal nach Fisch gucken. Der wird ja dann wahrscheinlich hier drinnen gelandet sein. Da, 9 Barsch. Noch ein Barsch. Oh, Fleisch müssen sie mal loslegen. Rotaugen. Haben wir denn eigentlich noch Fischspieße jetzt drinne? Ich guck mal kurz. Im Lager. Geil, 60 Dünger. Finde ich super. Fischbär. Tatsächlich noch 4 Stück. Das ist gut. Also im Prinzip könnte ich jetzt die zweite Fischerhütte wieder anstellen, aber Problem ist, ich habe halt keinen Mitarbeiter. Wir müssen dann unbedingt wieder Mitarbeiter anheuern. Das bedeutet wiederum, dass wir auch noch einen Haufen Wohnhäuser bauen müssen. Mann, 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 hier gibt es so viel zu tun. Quatsch, ich wollte hier hinten hin. So, dann einmal Fischfilet. Wie viel kommen da raus? Bin ich gespannt. Plus 6 Stück. Achso, das waren die Rotaugen. Und jetzt hier. Mal schauen. 44 Fischfilet. Da kriegt man ein bisschen Geld zusammen. Das ist super. Verwenden. 50 mal getrockneter Fisch. Geil. Dann stellen wir jetzt noch ein paar Holzschalen her. Ne, wir müssen ja...
Bevor wir losmachen, noch Wohnhäuser bauen, tatsächlich. Ah. Das müssen wir wirklich machen, Leute. Sonst sind die wieder schlecht gelaunt. So, gebratenes Fleisch mal reinmampfen. Jetzt sind wir da auch wieder gut aufgestellt. Wir können ja mal zwischendurch speichern, falls irgendwas passiert. Man weiß es ja nie. Manchmal stürzen Spiele auch ab und dann hat man einen Salat. Okay. Holzschalen. Wie viel? Wir haben ja genug Kohl, wir haben kein Fleisch. Das ist jetzt gerade eher das Problem, ne? Lass uns mal jagen gehen. So ein Wiesent. Wenn die überhaupt zur Herbstzeit da sind, das ist ja auch noch so eine Sache. Aber cool, unser Dorf wächst. Und wie gesagt, habe ich ja schon jetzt ein paar Mal erwähnt, ich freue mich dann so auf die Gestaltung, ne? Wenn man dann richtig geil dort Deko anbringt und so. Das wird richtig nice, Leute. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie weit kann denn der Bogen schießen, beziehungsweise wie hoch muss ich zielen? Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe ihn anscheinend nicht getroffen, ne? So, drei Schuss haben zum Glück gereicht, aber es ist nur ein Kupferpfeil übrig. Messer erforderlich. Ich habe kein Messer, Leute. Wie konnte das passieren? Was brauchen wir für ein Messer? Nur Stöcke und Steine, ne? Ich hoffe, der bleibt eine Weile liegen. Sind jetzt hier keine Stöcke oder was? Da habe ich eigentlich kein Messer. Wie konnte das denn passieren? Okay. Ich glaube, wir haben gleich richtig viel Fleisch, Freunde. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass jetzt nicht noch der Dritte angreift. Okay, der Dritte greift an. Ich habe keine Ausdauer. Wir haben gleich richtig viel Fleisch, Freunde. Eieiei. Kurz Ausdauer tanken. Jetzt haben wir gleich richtig viel Fleisch. Krass, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also wir könnten es, glaube ich, demnächst mal mit einem Bären aufnehmen, ne? Ich meine, ich schieße ja gerade mit einem langen Bogen und Kupferpfeilen. Gut. Gleich wieder die Kupferpfeile. 10 Stück haben wir noch. Also wir haben 5 eingebüßt. Ja, wir müssen dann unbedingt halt tatsächlich, jetzt bin ich bestimmt gleich überladen, Kupferpfeile herstellen. So, der gibt ordentlich 80 Fleisch. Ich bin völlig überladen. Ich hoffe, die bleiben jetzt liegen. Ich gehe das mal schnell wegschaffen. Krass. Dann können wir auch die Verwaltung jetzt gleich wieder umstellen. Oh Gott. Ja, krass. Das ist richtig viel Fleisch. Das können wir ja auch noch verkaufen, Leute. Wir machen heute richtig Kohle. Oder beziehungsweise dann in der nächsten Folge. Es kommt doch gerade so angenehme Meditationsmusik. Merkt ihr das? Das ist total geil. Okay, lasst mal kurz ausmisten. Ne, das Fleisch kommt hier nicht rein. Kohlsamen, die können wir hier reinlegen. 30 mal Leder, Wahnsinn. 4 mal Pelz. Ich habe hier auch noch das ganze andere Zeug vom vorhin. Deswegen konnten wir jetzt nicht so viel tragen, ne? Stöcke sind drüben. Ja. So.
Aber das Fleisch wiegt natürlich eine Menge. Kann sein, dass wir jetzt zweimal noch hin und her rennen müssen. Ich schmeiß das mal schnell hier mit rein. Falscher Knopf, das war in Ark. 87 Fleisch, krass. Also ihr seht schon, ich glaube, Geldprobleme werden wir gleich nicht mehr haben. Also selbst wenn die jetzt despawned sind, was ich nicht glaube. Wir können ja dann im Prinzip die kompletten Kohlsuppen machen. Dann machen wir gleich selber das Holzgeschirr dazu. Holzstämme haben wir ja. Und das Geile ist, ich habe ja dort, wo wir es verkaufen, auch schon das Lager. Wir können ja alles dort rausnehmen. Ey, heavy, Leute. Kann sein, dass wir die Händler jetzt gleich pleite machen. Aber wir besuchen ja wegen der einen Quest nochmal diese andere Map. So, ich bin jetzt schon überladen. Ja, wir müssen zweimal. Map, Stadt. Dorf, Kleinstadt, Siedlung. Jetzt Siedlung ist das richtige Wort. Ja, und das Leder. Wir können ja im Prinzip aus dem Leder auch Säckchen herstellen. Die können wir auch verkaufen. Leute. Wir können uns dann bald richtig aufs Wesentliche konzentrieren. Nämlich flirten und sowas. Jetzt habe ich hier mal 6 Holzschalen. So, die nächsten 30 Leder. Haben wir hier noch Pelz bekommen? Ne, Pelz kam diesmal keiner raus. Oder ich sehe nur wieder nicht. Was nicht unüblich wäre. Ne, tatsächlich kein Pelz. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann können wir ja die Jäger mehr auf Pelz jetzt schicken. Ist das geil? Ja, es ist heute mal eher so eine Gruselrunde. Kochen, Dünger machen. Muss ja auch sein. Einfach mal eine gemütliche Folge. Und dafür werden wir in der nächsten Folge saureich. Und dann können wir uns ja von dem Geld auch wieder tolle Sachen kaufen. Gefällt mir. Haben wir ja eigentlich mal irgendwas geskillt neu? Nee. Jagd. Naja, das braucht alles noch ein bisschen. Der Baum hier sieht ganz gut aus. Überleben. Und Produktion, naja, geht auch langsam vorwärts. Aber ihr habt ja gesagt, dass es am Ende sehr, sehr schwer wird, die ganzen XP zu bekommen tatsächlich. Weil man ja immer mehr benötigt. Herrlich! Da haben wir jetzt quasi 90 Leder gemacht, ne? Innerhalb von ein paar Minuten. Und richtig viel Fleisch. Hohoho. Immer noch falscher Knopf. Zack. Was kann man denn eigentlich noch so alles aus Leder machen? Holzschalen haben wir jetzt 31. Die nehmen wir gleich raus. Die 4 ja auch. 187 Leder. Krass. Jetzt können wir ja auch Suppen kochen. Also, Fleisch, alles raus. Jetzt trage ich zu viel. Shit. Ne, da geht gar nichts mehr. Was wiegt denn das? 49 Kilo. Okay, dann müssen wir's halt mal halbe machen. Immer noch zu viel. Bei wie viel sind wir denn? 116. Okay. Jetzt geht's. Ich kann mich bewegen. Okay, dann braten wir erstmal das jetzt durch. Oh, ich freue mich schon auf die Marktstände. Das wird super. Okay, Suppen. Da
Da, Kohlsuppe, ne? Die hier unten möchte ich gern. 22 Kohlsuppen. Also ist es sinnvoll, die zu verkaufen oder sollte ich die lieber meinen Bewohnern geben, damit die irgendwie glücklicher sind? Problem ist, ich kann wahrscheinlich nicht drauf eingehen, wenn ihr mir das jetzt schreibt. Naja, dann wissen wir es beim nächsten Mal. Okay, die ersten Kohlsuppen sind fertig. Fetzt. An was hat es jetzt gelegen? An was mangelt es noch? Was hat er jetzt verbraucht? Das komplette Fleisch. Warte mal, wir machen mal hier Hälfte. Zack. Und stellt euch mal vor, wir hätten das jetzt alles einzeln gemacht, Leute. Das wäre einfach zu blöd geworden. Da ist eine Kohlsuppe. Ach so, wir müssen denen mal aber sagen, dass sie das nicht essen dürfen. Nicht, dass sie jetzt unsere Kohlsuppe essen. Verwaltung. Essen. Essbares. Kohlsuppe da. Weg damit. Nicht, dass die das essen. Das wäre ja schade. Okay, Fleisch. Jetzt wird es doch gleich dunkel. Nee, Quatsch. Falsch. Hier musste hin. Und ja. Dann machen wir gut Kohle. Dünger sparen wir uns ja auch dieses Mal. Den machen wir ja gerade selber. Ich sollte aber dann vielleicht noch einen zweiten... Oh, neues Level. Cool. Einen zweiten Komposter hinstellen. Na, wie gesagt, die Bären, die sammle ich mal offscreen, weil das ist wirklich nicht cool anzugucken. Okay, wir haben hier... Oh, wir haben ja sogar 2 Punkte. Mehr Erfahrung beim Arbeiten in der Küche. Dann nehmen wir doch die, wenn wir das gerade hier machen. Cool. Dann kriegen wir gleich noch einen Bonus auf Erfahrung, wenn wir die letzten Kohlsuppen durchballern. Fetzt mir. Wieso stacken die nicht? Weil die jetzt 0,01% wahrscheinlich. So, Fleisch ist dann tatsächlich auch wieder alle. Aber egal. Wir haben ja gesehen, wie schnell wir das ranbekommen. Obwohl, die Wiesende, die sparen ja jetzt nicht nach, ne? Also die sind dann jetzt für immer erstmal weg. Also, bis zur nächsten Jahreszeit. Oh, wir haben keine Holzschalen. Ja gut, ey, komm. Dann lassen wir das erstmal so. Das machen wir dann später. Vielleicht hebt man wirklich was, bis ich eure Kommentare gelesen habe, für die Mitbewohner hier auf. Wir haben ja noch ohne Ende Kohl. Also wir können das ja noch zigmal machen, ne? Das war ja jetzt der Kohl von dem einen Beet. Wir haben ja noch 2 weitere. Gut. 25 Wert. Das bedeutet, wir bekommen 15. Ja, das Problem ist, na, wir haben ja Geld für Dünger ausgegeben. Jetzt machen wir ihn halt selber. Aber, also so viel Plus machen wir damit jetzt nicht. Wir müssen uns halt bloß beeilen mit der ganzen Sache. Weil das ja auch vergammelt, nehme ich mal an. So. Gebratenes Fleisch. Was bringt denn gebratenes Fleisch? Ist nur 8 wert. Achso, das hat hier auch nur 48%. Ja, da bekommen wir nicht viel, wenn wir es verkaufen. Alright. Also, Kohlsuppen sind da. Fisch. Der war fertig, ne? Der war ja komplett fertig. Ja, ich würde sagen, wir schlafen jetzt und gehen doch noch gemeinsam ins Dorf. In die Siedlung. Das machen wir jetzt. Halt, mein Schlafplatz ist hier. Schlafen bis zum nächsten Tag. Ah ja, ich habe die Tage jetzt runtergestellt auf 5. Glaube ich. Da müssen wir jetzt uns beeilen, ne? Wir brauchen, also ich glaube, die Kohle, also das Geld müssen wir jetzt erstmal ausgeben für Winterklamotten.
was wir jetzt gleich verdienen werden. Ich brauche jetzt auch nicht mitschleppen, wir können ja direkt los. Ist ja alles im Lager, beziehungsweise in der Speisekammer. Und wir haben ja vor der Stadt, haben wir ja... Ach nee, wir müssen ja erst Häuser bauen. Shit, Leute. Okay, dann gehen wir erst in der nächsten Folge los. Sorry, habe ich ganz vergessen. Sonst wird es nicht bauen, ja. Häuser. Ich mache mal weiterhin kleine Häuser. Da könnten ja dann theoretisch gleich wieder zwei rein. Wir brauchen jemanden für die Küche, wir brauchen jemanden für die Näherei. Ach, das geht immer nicht wegen dem Weg. Wenn ich einmal den Weg so weit gezogen habe. Hallo. So, jetzt müsste es passen. Einfaches kleines Haus. Wunderbar. Ja, ich stehe die mal so ziemlich nah aneinander. Da kann dann auch noch ein drittes hin. Beziehungsweise, nee, das bauen wir jetzt gleich mit. Das machen wir jetzt gleich mit. Hallo? Ah, es könnte sein, dass wir nicht genügend Steine haben. Ein bisschen Platz können wir dazwischen lassen. Passt das so? Ne, es ist zu weit hinten. Ah, bin ich denn nur doof? Hör auf damit. Das ist eigentlich auch ein Stück zu weit hinten. Pass auf, wir machen das anders. So sieht man es nämlich besser. Jo. Und gleich das nächste hinterher. Jetzt sehe ich es gerade auch nicht so gut, aber wird schon passen, oder? Ja. Kann ja auch ein bisschen wild aussehen. Okay, Freunde. Oh, wieso drücke ich denn immer nur das Falsche? Das ist eine Krankheit von mir. Steine. Galkstein da. Naja, es wird schon reichen für die zwei. Ah, so eine Pullmod wäre hier echt geil. Ah, nee, es reicht nicht für die zwei. Oh, wartet mal. Es hat, glaube ich, gerade geklingelt. Aber die Frau ist da. So, okay, weil ich nämlich die Wände auch aus Stein baue. Deswegen wird es nicht reichen. Gut, Leute. Das Coole ist, wir können dann hier vielleicht noch gegenüber, hier vielleicht so ein größeres Haus bauen. Sorry, der Hund bellt gerade, weil es geklingelt hat. Ja. Machen wir aber in der nächsten Folge, beziehungsweise die zwei, die baue ich einfach offscreen schon mal fertig. Und genau. Und dann gehen wir Geld machen. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.